Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Sendung Gewagte Frage. Heute mit dem Thema: Wer hat IS oder ISIS beigebracht, Frauen als Beute zu nehmen? Die meisten Muslime besitzen keine ausreichenden Erkenntnisse in der traditionellen islamischen Lektüre, sei es in der Sira, Hadithen, Koran und Koranauslegungen. Sie behaupten, und selbstverständlich ohne Berücksichtigung der Texte, dass dies mit dem Islam nichts zu tun hat und dass es keinesfalls der islamischen Verhaltensweise entspricht. Aber seinen großen Schock erlebt der Moslem, wenn er auf die Biografie Mohammeds und auf die Hadithbücher und Koranauslegungen zurückgreift. Denn dann findet er, dass ISIS noch nicht das islamische Maß erreicht hat. Im Gegenteil, in manchen Fällen zeigt sich ISIS barmherziger als Mohammed. Ist es dem Islam ein fremdes Verhalten, die Frauen als Kriegsbeute zu nehmen und sie zu versklaven und zu verkaufen? Nahm der Prophet die Frauen nicht als Beute? Wenn dies nicht so wäre, wer war dann Safiya bint Huyay, die Frau des Propheten? Ist sie nicht eine Kriegsbeute gewesen? Heute werden wir die Quellen untersuchen, die als Grundlage für die Verschleppung von Frauen und ihre Versklavung dienen. Boko Haram hatte einige hunderte von Mädchen verschleppt, meistens christliche Mädchen. Die Welt wunderte sich über diese Terrortaten. Alle sagten, Boko Haram hat mit dem Islam nichts zu tun. Es ist eine terroristische Organisation. Ebenso aus dem Irak erfuhren wir, dass diese 700 jesidische Frauen auf dem Bazar mitten in Mosul verkauft hat. Gibt es im Islam, was dieses Verhalten rechtfertigt? Dies werden wir hier erfahren. Wir fangen erst mit dem Vorbild. Bekanntlich ist Mohammed der beste Vorbild aller Muslime. Er ist der Vollkommene. Er ist das Beispiel, nach dem die Muslime sich richten sollen. In seinen Sprüchen, in seinen Taten und Beschlüssen. Hat Mohammed Frauen versklavt und legte seinen Anhängern somit ein Beispiel zugrunde? Wenn wir über Mohammed reden, dann reden wir auch über seine Kriege und seine Frauen. Das ist zwangsläufig, denn das Leben Mohammed ist von zwei Dingen überschattet: Kampfpferde und Frauen. In der Erklärung zu Sahih Muslim Kapitel Al-Jihad wird gesagt, dass Mohammed 27 große Feldzüge und 56 kleinere Feldzüge führte. Also in 8 Jahren führte er 83 Kriege. Was die Frauen anbelangt, steht geschrieben, dass er 18 Frauen hatte. Dies ist eine kleinere Zahl im Vergleich zu dem, was einige Gelehrten nannten. Aber wir nehmen das Mindeste. Was geschah in den letzten 8 Jahren seines Lebens? Er heiratete 16 seiner 18 Frauen. Durchschnittlich hatte dieser Mann alle 35 Tage einen Raubzug geführt. Dieser Mann führte monatlich einen militärischen Krieg und durchschnittlich zweimal im Jahr eine neue Frau geheiratet. Alle 6 Monate eine neue Frau. Eine neue Frau. Stellt euch einen Präsidenten vor, der alle 35 Tage einen Krieg führt und alle 6 Monate eine neue Frau heiratet. Was für einen Ruf hat so einen Mann? Er hat nichts im Kopf außer Krieg und Frauen. Das ist die Biografie Mohammed. Das ist seine Beschäftigung gewesen. Das ist sein Bild in den klassischen islamischen Lektüren. Es ist keine Diffamierung meinerseits. Dies sollte beachtet werden, bitte. Wenn IS-Leute rauben, morden, ausschlachten und Mädchen vergewaltigen und Mädchenhandel betreiben, dann ist dies, was sie aus der Biografie Mohammed und der islamischen Lektüre gelernt haben.
Nun zum Koran. Weil einige sagen würden, leg die Hadithen zur Seite, obwohl der Islam sich zum größten Teil auf die Hadithen ruht. In Sure 33,50: O Prophet, wir haben dir erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, und das, was deine rechte Hand besitzt. Besitz des rechten Hand ist das, was du, Prophet, während eines Raubzuges an Frauen erbeutet hast. Dies ist ja bekannt. Dann sagt er, wir, also Allah, wissen wohl, was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen, was ihre rechte Hand besitzt, verpflichtend gemacht haben, damit für dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe. Das ist die Botschaft Allahs in dieser Sure. Ich, Allah, wende von dir somit Unannehmlichkeiten ab. Mag einer behaupten, dass dies meine persönliche Interpretation sei? Nein. In der Koranauslegung von Al-Qurtubi zu Sure 33,50 erfahren wir, wie Allah die Versklavung von Frauen der Kuffar für seinen Gesandten und für die Gläubigen uneingeschränkt erlaubt. Keine Einschränkung. 2, 3, 4, 5, 10.000, keine Grenzen. Allah im Koran erlaubt den Propheten und den Gläubigen die uneingeschränkte Versklavung, selbst wenn sie alle ungläubigen Frauen dieser Welt besitzen würden. Die Erklärung zu Sunan al-Tirmidhi zu dieser Sure ergibt denselben Sinn. Allah hat es dir erlaubt, von den Beuten Sexsklavinnen zu haben. Der Besitz von Sexsklaven, von Andersgläubigen, wie Christen und Juden, ist ein Gesetz, das Mohammed für die Muslime erfunden hat. Er ist selber ein gutes Beispiel für die Muslime. Nun stellt sich die Frage, als sich Mohammed an Raubzügen beteiligte, nahm er auch seinen Anteil an Frauen? Die Antwort lautet ja. Der Beweis steht in Sahih al-Bukhari, Kitab al-Utq, Kapitel, wenn die Araber einen Sklaven besitzen. Also, wenn ISIS Christen überfällt und ihre Töchter verschleppt, sagt bitte nicht, dass ISIS zu keiner Religion gehört, so wie Obama es tat. Er sollte gesagt haben, dass ISIS nicht im Namen einer Religion oder einer religiösen Ideologie handelt. Er fügte hinzu, es gibt keinen gerechten Gott, der die Taten von IS zustimmen würde. Ihre Ideologie ist abgestorben. Nein, sorry, Mr. Obama. ISIS Religion ist der Islam. Dass ihre Ideologie und Gedanken untauglich sind, kann ich Ihnen nur zustimmen. Aber ihre Religion bleibt der Islam. Und alle ihre Gräueltaten, darunter auch das Schlachten und Köpfen, finden ihren Ursprung im Koran und in der Sunna. Nacken abschlagen, Kopf trennen ist ein Befehl des Korans. So schlagt Oberhaupt der Nacken. Das heißt, köpft sie. Dies gehört bekanntlich zu den Hauptzielen des Kriegs im Islam. Ebenso die Hinrichtung von Kriegsgefangenen wird im Koran und in der Sunna gebilligt. Mohammed und seine Weggefährten lieferten uns ein Beispiel hierfür. Mohammed war ein gutes Beispiel, was der Gefangennahme von Frauen angeht. Vier seiner Frauen zählten zu den Besitz des Rechten, also waren Kriegsbeute. Nun zu den Weggefährten Mohammeds. Es wurde überliefert durch Abi Sa'id al-Khudari, dass die Weggefährten in dem Kriegszug von Bani al-Mustalaq Frauen gefangen genommen haben und wollten sich mit ihnen beglücken, amüsieren. Also, sie marschierten hin zu einem Feldzug und nahmen Frauen als Beute.
Auf dem Rückweg wollten sie Sex mit diesen Frauen haben. Mord und Sex sind Begleiterscheinungen der islamischen Geschichte seit Mohammed. Soeben hatte er die Frau gefangen genommen. Er tötete ihren Vater, Bruder, Onkel samt ihren Stamm und will gleich mit ihr schlafen. Im selben Augenblick, am selben Tag. Aber sie hatten ein Problem und wollten ihren Propheten um eine Lösung bitten. Sollten wir verhindern, dass die Sperma in die Gebärmutter gelangt? Seine Antwort war, tut dies nicht. Mohammed verbat die Verhütung, weil dies für ihn haram ist, erlaubte aber die Tötung und Gefangennahme und Vergewaltigung der Frauen. Dieses Verhalten hat Jesus so beschrieben. Sie sehen die Mücken und die Kamele verschlucken sie. Lasst uns jetzt die Bestätigung hierfür im Koran suchen. In Sure 4,24 steht, und verboten sind euch von den Frauen die Verheirateten, außer diejenigen, die eure rechte Hand besitzt. Schaut euch bitte die Auslegung dieses Verses an. Ibn Abbas sagte hierzu Folgendes. Jede verheiratete Frau ist dir nicht erlaubt. Okay. Und was ist die Ausnahme? Außer eine Sklavin, die du gefangen genommen hast und die einen Mann im Kriegsgebiet hat. Die ist dir erlaubt. Abi Qlaiba sagte hierzu, was die Gefangennahme von Frauen angeht, wenn ihr eine Frau gefangen genommen habt, die einen Mann aus ihrem Stamm hat, steht nichts dagegen, Geschlechtsverkehr mit ihr zu haben. Also wenn ihr euch an einem Raubzug beteiligt und eine jesidische oder christliche oder jüdische Frau gefangen nimmt, dann ist sie euch erlaubt, selbst wenn sie verheiratet ist. Du sollst Sex mit ihr haben. Dies lehrt der Koran und der Islam. Was ISIS heute tut, ist dem Islam nicht fremd. Diese Texte sind für alle Zeiten und überall gültig. Und die Biografie Mohammeds gilt als ein gutes Beispiel für die Muslime und soll im 21. Jahrhundert nachgeahmt werden.